alltägliche Lage hier im Tierheim gestaltet sich nach wie vor ein bisschen schwierig und ungewohnt aufgrund der Corona-Lage. Wir haben aktuell sehr viele kleine Katzen vor allen Dingen, einiges auch an Kaninchen, die ein neues Zuhause suchen. Bei den Hunden hat sich jetzt ein bisschen was getan, aber es sind halt auch immer noch wieder welche, die wir auf der sogenannten Warteliste stehen haben, dass wenn es bei uns Platz gibt, dass dann wieder neue Hunde aufgenommen werden können. In diesem Jahr war halt wirklich besonders auffällig, dass wir viele Katzenjunge ohne Mutter bekommen haben, als Fundkatzen, die in irgendwelchen Gärten sich breit gemacht hatten, oder aber halbwilde, trächtige Katzen, die von den Leuten gesichert wurden und zu uns gebracht, sodass die Mamas hier in Ruhe ihre Babys bekommen konnten. Insgesamt haben wir 16 junge Katzen hier, die ein Zuhause suchen. Der Arbeitsalltag im Tierheim gestaltet sich aufgrund von Corona nicht ganz so einfach. Es läuft alles ein bisschen unrunder, weil wir einfach keine Öffnungszeiten mehr anbieten können. Unsere Gassigeher können nicht mehr kommen, so wie es früher war, dass jeden Tag die Hunde ausgeführt wurden. Und wir können eben bei Interesse an Tieren nur persönliche Einzeltermine anbieten. Heißt, die Leute melden sich per E-Mail oder Telefon, wenn ihnen auf unserer Homepage oder Facebook ein Tier anspricht, was in Frage kommen würde. Und dadurch ist das alles ein bisschen schleppender als normal. Und dadurch haben wir halt teilweise auch ein sehr hohes Aufkommen, zum Beispiel jetzt bei den Katzen. Und auch bei den Hunden haben wir eine Warteliste für die Hunde, die bald bei uns einziehen, damit sie dann hoffentlich bald bei ihnen einziehen.